this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jagd Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend, am Abend des 12. August 2018, ein schöner warmer Sonntagabend, habe ich mich hier am Computer eingefunden und bin über Skype wieder verbunden mit Bruder Viktor, der das Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche für uns übersetzt. Und wir wollen heute Abend anfangen mit dem 6. Kapitel. Es gibt noch eine kleine Überraschung, ein kleines Extra-Bonus, lass uns mal sagen, mit dem wir gleich anfangen. Aber bevor es soweit ist, möchte ich euch erstmal Bruder Viktor vorstellen. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, kann er sich selbst ein wenig vorstellen und kann es erzählen, wer er ist und wie es ihm geht und wie er überhaupt dazu kommt, hier bei mir zu sein heute Abend. Hallo Viktor, herzlich willkommen. Moin moin. Hallo Jörg, ja, schön mit dir verbunden zu sein. Ja, ich kümmere mich ja um die Übersetzung für das Buch Behind the Dictators von Leo Herbert Lehman. Was du sehr gut machst. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, was soll ich jetzt noch großartig eigentlich erzählen? Also, wer mal eine Frage hat oder sowas Unkonkretes, jetzt nicht so sehr persönlich, der kann ja auch einfach mal im Kommentarbereich sonst mich oder mich auf meiner Seite besuchen. Das ist ja auch möglich. Ich lade ja zurzeit deine Buchlesung hoch, Die Jesuiten und das Deutsche Reich von Arthur Böckling. Ja. Falls da jemand mal schon im Vorwege mal sich schon ein paar Informationen sich anschauen möchte, der kann das gerne tun bei mir auf dem Kanal, denn der liebe Bruder Jörg hat mir die Erlaubnis erteilt, das schon jetzt zu veröffentlichen, bevor er es bei sich auf dem Kanal veröffentlichen wird. Ja, ansonsten hast du uns ja am Ende der letzten Lesung ja auf was aufmerksam gemacht. Und ja, ich denke, deine Zuschauer können es auch nicht erwarten, beziehungsweise ich auch nicht, jetzt von dir zu hören, was du uns zu offenbaren hast. Tja, wir werden dann heute mal mit einer Bombe anfangen, mehr oder weniger. Und für die Leute, die das noch nicht gemerkt haben, wenn der Viktor nicht bei den Infokarten während des Videos erscheint, als Reklame für einen anderen Kanal, und wenn er auch nicht am Ende dieses Videos bei den letzten 20 Sekunden erscheint, dass man sich auf ihn abonnieren kann, weil er ja hier das Buch übersetzt, dann ist sein Kanal, der Link, immer in der Beschreibungsbox des Videos drin. Also da kann man dich immer finden, Viktor. Und dann können die Leute da auch sich gerne mal dann auf dich abonnieren und sich mal angucken, was du auf deinem Kanal zu bieten hast. Und wie gesagt, wenn das hier veröffentlicht wird, dieses Video, dann dürftest du fertig sein damit, weil du hast ja schon zwei Teile von Die Jesuiten und das Deutsche Reich hochgeladen, und das sind ja nur 5. Wird wahrscheinlich gegen die Zeit mehr oder weniger schon vorbei sein, aber nichtsdestotrotz kann man die Leute ja gerne mal erinnern, dass sie das bei dir auf dem Kanal finden können und dass dann vielleicht ein wenig mehr Leute auf deinen Kanal zulaufen. Ja, gut, auf das, was ich letztes Mal angekündigt habe, ich weiß natürlich gar nicht mehr, was ich da genau gesagt habe. Also bin ich nun mal, ich vergesse solche Sachen immer ganz schnell. Es geht aber darum, dass ich während der Lesung des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris einen Ausflug gemacht habe für zwei Sendungen in das Buch, das ich hier gerade einblende im Bild von Ukikoni. Odessa, die wahre Geschichte, Fluchthilfe für Nazi- oder NS-nationalsozialistische Kriegsverbrecher. Das Buch habe ich in Englisch und in Deutsch hier vor mir liegen. Also das Englische im Schrank, das Deutsche habe ich vor mir liegen, weil da möchte ich auch was draus vorlesen. Ich habe damals angefangen, das Buch wirklich von vornherein zu lesen, von Anfang an. Bin nie weitergekommen als Kapitel 5 oder so im Englischen, glaube ich. Aber das Wichtige ist, auf den ersten 30 Seiten habe ich da eine Stelle gefunden. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also wirklich, das ist eine Sache, die, denke ich, ist gerade für die deutschen Zuschauer sehr interessant, um sich das mal eben anzuhören, was ich dazu zu sagen habe. Nochmal eben schauen hier bei den, ich muss hier hinten nochmal eben schauen im hinteren Teil des Buches. Da wollte ich nochmal eine Seite kurz aufschlagen, um euch zu erzählen, um welche Person es hier gleich geht. Schlüsselfiguren, voilà, hier ist es. So, also aus dem Buch, das ihr hier im Bild eingeblendet seht, Odessa, die wahre Geschichte. Da lesen wir auf Seite 30 über einen bestimmten Herrn Goyeneche. Ja?
Der schreibt sich Goyeneche. Ich spreche das Goyeneche aus, weil das ungefähr so, denke ich mal, die spanische Aussprache für diesen Namen ist. Ist verkehrt, spielt auch keine Rolle. Goyeneche Juan Carlos. Der war argentinischer katholischer Nationalist und Agent von Perón, ja, dem Diktator damals in Argentinien. Er stand mit Fultner, Deje und Gehenea in Verbindung. Welche Menschen das jetzt sind, das ist unter anderem der Fultner Carlos. Das war Perons wichtigster Nazi-Fluchthelfer, ehemaliger SS-Hauptsturmführer. Deje, Pierre, das war ein belgischer Kriegsverbrecher. Und Genea, mit dem er auch in Verbindung stand, das war Radu Genea, rumänischer Nazi-Kollaborateur. Mit diesen stand Goyeneche, argentinischer katholischer Nationalist und Agent Perons, in Verbindung. Während des Krieges traf sich Goyeneche in Berlin mit Ribbentrop, Himmler, Goebbels und möglicherweise, selbst höchstwahrscheinlich, mit Hitler selbst, denen gegenüber er die Treue Argentiniens zum Reich zum Ausdruck brachte. Jetzt lesen wir auf Seite 30 von diesem Goyeneche nur einen kleinen Absatz. Zitat: Goyeneche ließ die antisemitische Suada Ribbentrops ungerührt über sich ergehen. Also das ist eine Tirade. Solche Tiraden werden während seines Berlin-Aufenthalts nicht eben selten zu hören gewesen sein. Kaum vorstellbar, dass Himmler dieses Thema nicht angeschnitten hätte. Goyeneche jedenfalls war schon vor seiner Abreise aus Buenos Aires für seine rassistischen Ansichten bekannt und nach dem Zeugnis von Personen, die ihn kannten, behielt er diese Geisteshaltung auch in seinem späteren Leben bei. Jetzt verweist hier am Ende des gerade vorgelesenen Textes der Autor auf eine Fußnote, von denen er in dem ganzen Buch über 200, ich glaube sogar über 300, oh nee, ja, über 400, über 500, Junge, wie viele Fußnoten hatten der? Knapp etwas über 600 Fußnoten in dem ganzen Buch hat. Und er verweist am Ende dieses gerade eben vorgelesenen Absatzes auf Fußnote 26. Die werde ich euch mal eben vorlesen, weil die ist für eine ganze Menge Deutsche von sehr großem Interesse. Nationalisten wie Goyeneche, sagt der Autor in seiner Fußnote, unterstützten gleichwohl die Bildung des Staates Israel, weil ihr Faschismus stärker war als ihr Antisemitismus und sie auf der Seite der Rechten gegen die Palästinenser waren, erzählte ein Verwandter Goyeneches dem Autor Ukigoni am 29. Dezember 1997 im Zuge der Recherchierungsarbeiten für dieses Buch. Der ehemalige Direktor des argentinischen Nationalarchivs bemerkte hingegen, Goyeneche habe noch in den 1960er Jahren davon geredet, man müsse die jüdischen Viertel niederbrennen. Aus einem Gespräch des Autors mit Eugenio, Rom, 21. November 1997. Und jetzt kommt der Hammer. Ein anderer anonymer Interviewpartner erklärte, Goyeneche habe behauptet, die Bilder der Konzentrationslager seien von Metro-Goldwyn-Mayer gefälscht worden. Bala, bala, bala. Jeder darf sich dabei jetzt denken, was er gerne möchte. Ja? Ich bin nur derjenige, der vorliest, was in diesem Buch steht. Und das könnt ihr gerne zitieren. Das Buch kann man sich besorgen. Das hat eine ISBN-Nummer. Ich werde mal sehen, ob ich die in dieser Beschreibungsbox des Videos hier mit beigebe. Und da kann jeder das für sich selber nachlesen. Diese Fußnote steht im Deutschen, wie ich sie vorgelesen habe, und sie steht im englischen Buch. Das ist ein ganz normal auf dem Markt erwerbliches Buch. Das ist kein Buch um irgendwelche Holocaust-Leugner oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, da geht es um die Aufarbeitung der wahren Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die Nazi-Kriegsverbrecher mit Hilfe des Vatikans Unterschlupf gefunden haben in Südamerika, und da steht dann auf einmal so ein Satz darin, der einen, ich sag mal, manchmal doch ein wenig vom Stuhl fegen kann. Ich meine, so ging es dir doch, als du das erste Mal gehört hast, als ich es dir vor ein paar Tagen vorgelesen habe, ne, Viktor? Ja, das birgt eine gewisse Sprengkraft in sich, ne? Also will ich gar nicht leugnen, dass sich da auch natürlich erstmal, also mir quasi die Kinnlade auf die Tastatur geklappt ist, ne? Das stelle ich mir gerade bildlich vor, wie in so einem Cartoon von Roger Rabbit, wie das jetzt aussehen sollte. Nee, aber
Ich meine, es ist ja mal wichtig, dass wir solche Dinge auch mal lesen, und zwar nicht von irgendwelchen, zwischen Anführungszeichen, Verschwörungstheoretikern oder von irgendwelchen Geschichtsrevisionisten, die hauptsächlich in Europa ja verboten sind, aufgrund bestimmter Paragraphen, dass man über bestimmte Themen nicht sprechen darf. Hier nur mal eben anfügen, dass also, obwohl es ein anonymer Interviewpartner von Uki Goni ist, Goyeneche behauptet haben soll, die Bilder der Konzentrationslager seien von Metro-Goldwyn-Mayer gefälscht worden. Und über welche Bilder es jetzt geht, ja, da kann man natürlich ein wenig über nachsinnieren und da kann man seine Nachforschungen drüber anstellen. Da gibt es Videos, Dokumentationen und Informationen drüber im Internet und sonst wo, wo man sich das alles anschauen kann. Wollte ich euch nur mal eben so zur Eröffnung dieser Lesung heute mitgeben, als ein kleines Extra, jetzt muss ich hier das Bild nochmal verändern, als ein kleines Extra, bevor wir jetzt in die Buchlesung einsteigen, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Und zwar fangen wir an in Kapitel 6, die katholische Kirche und der Ständestaat heißt dieses. Ja? So. Dann fangen wir hier mal an und du weißt ja, Viktor, wenn du mich gerne unterbrechen möchtest, weil du einen Kommentar oder sowas hast oder eine Frage, dann unterbrichst du mich eben, ne? Sonst denken ja, die Leute, gerne, dass ich hier einen stundenlangen Monolog-Vortrag halte. Nein, nein. Ich meine, wir könnten vielleicht jetzt nochmal kurz darüber in der Einleitung sinnieren, bei diesem Kapitel, ja, Ständestaat, wieso Stände und Staat, also, ne, was, wie kommt das, was ist das denn für eine Wortkreation, ne? Wir wissen ja quasi aus der Vorreformationszeit, es gab zwei Stände, den Adel und die, ja, die Geistlichen sozusagen, ja, die standen ja auf einer Linie und das Ganze dann von dem König, der aber wiederum vom Papst ja ernannt oder entlassen wurde, und darunter ganz unten halt die Bauern bzw. der Pöbel, ne? Mit anderen Worten, es gab die Herrscher und die Beherrschten. Genau. Beziehungsweise man kennt das ja auch noch vielleicht so unter dem Begriff Lehnsherrschaft oder so, ne? Ja, und mit der Zeit dann hat sich da ja noch ein, hat sich ja was dazwischen geschoben. Und nur aufgrund der Reformation, mein lieber ja, Bruder. Ja. Nur aufgrund der Reformation hat sich da eine Mittelschicht zwischengeschoben. Ja. Und für diejenigen, die auch sehr interessiert sind, beziehungsweise auch gerne Eigenrecherchen machen, die können ja auch mal darüber nachsehen, seit wann und wo dieser Begriff Staat auch herkommt. Ne, das ist vielleicht dann auch nochmal ganz interessant. Ja, ansonsten können wir gerne anfangen. Gut, das werden wir dann auch tun, weil bei dem Ständestaat geht es ja im Grunde darum, dass hier wieder eine Hierarchie hergestellt werden soll, die es früher schon einmal gab. Und das ist ja nun nichts Neues, dass ich euch immer wieder probiere zu erklären, dass die neue Weltordnung, wie die im Allgemeinen genannt wird, im Grunde nichts anderes ist als die Wiederherstellung der alten Weltordnung. Eben dieses Ständestaates und dieser Feudalherrschaft mit allen möglichen Mitteln. Und jetzt werden wir eben sehen, wie die katholische Kirche gegenüber genau diesem Ständestaat steht. Vor einigen Jahren, sagt der Autor, hielten es Amerikaner. Wir dürfen nicht vergessen, der Lehmann, der Autor, schreibt das natürlich jetzt hauptsächlich aus amerikanischer Sicht, weil er hat ja das Buch in Amerika veröffentlicht. In Deutschland hätte man ihn ja gleich an die Wand gestellt, wenn er so ein Buch veröffentlicht hätte in 1942, ne? Vor einigen Jahren hielten es Amerikaner für unglaublich, dass die katholische Kirche offiziell für den faschistisch-feudal gegliederten Staat, also den Ständestaat, sein könnte. Noch unwahrscheinlicher, dass die Kirche in irgendeiner Weise für die Entstehung und Ausbreitung des Korporatismus verantwortlich gewesen wäre. Sie weigerten sich zu glauben, dass die gepriesene Enzyklika Quadragesimo Anno von Antichrist Papst Pius XI. Eine Bestätigung des Nazifaschismus war. Zur päpstlichen Enzyklika Quadragesimo Anno habe ich mir hier einen kleinen Text vorbereitet, in dem ich euch gerne vorlese. Wesentliche Beiträge zur Formulierung der Enzyklika Quadragesimo Anno leisteten die deutschen Jesuiten. Also, dieses Papier, das von Papst Pius XI. Veröffentlicht wurde. Warte mal, ich habe hier sicher mal ein Bild von Papst Pius XI., ne? Wollen wir eben gucken. Pius X1, dann haben wir ihn hier. Dann kann ich ja mal ein kleines Bild davon nehmen. Da kommen so viele jetzt. Nehmen wir mal das hier, ne? Das ist Papst Pius XI., dass wir auch wissen, über wen wir hier sprechen, ja?
Der hat ein Papier veröffentlicht, ein Enzyklikum der römisch-katholischen Kirche, und das wurde hauptsächlich von deutschen Jesuiten geschrieben. Das ist aus Wikipedia. Also Leute, die immer sagen, von Wikipedia als eine unlautere Quelle, dem stimme ich nicht zu. Man muss immer nur sehen, was man aus Wikipedia an Informationen wirklich haben will. Und es ist natürlich eine offene Quelle. Jeder kann das bearbeiten, der sich dafür einloggt und der da einen Account oder sowas hat. Von daher muss man immer mal gegenchecken, solche Dinge. Aber dass Papst Pius XI. Im Grunde ja nicht viel selbst gemacht hat, sondern die Aufgaben mehr oder weniger übernommen hat, die die Jesuiten ihm aufgegeben haben, das ist ja nichts Neues. Das war bei Papst Pius IX. Auch nicht anders. Der hatte mit 32 Jahren und ein paar Monaten das längste Pontifikat bis jetzt der Päpste und der stand total unter der Fuchtel der Jesuiten. Ja, der Papst Pio Nono, der im Vatikanischen Konzil, im Laterankonzil von, im Vatikanischen Konzil von 1870 für unfehlbar erklärt wurde, wenn er ex cathedra von seinem Thron spricht. Ja? Also, wesentliche Beiträge zur Formulierung dieser Enzyklika leisteten die deutschen Jesuiten. Muss ich nun wirklich noch mehr dazu sagen? Alles läuft darauf hinaus, was die römisch-katholische Kirche von Thomas von Aquin, dem Doktor der Kirche und dem von Antichrist Papst Franziskus heute wiederholten Gemeinwohl lehrt. Für die römisch-katholische Kirche gibt es keine andere Form der Regierung als die autoritäre Herrschaft mit dem sogenannten Vicar Christi, also dem Vicarius Filii Dei, dem Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Alle diese päpstlichen Papiere, Enzykliken, apostolische Briefe und päpstliche Bullen sind voll von Kasuistik und Sophistik, um dem gewöhnlichen Leser als gerecht und gottesfürchtig zu erscheinen, während sie, wenn ihr die Texte richtig versteht, den Teufel sprechen hören. Oder hört. Ja? So sieht das aus. Also, sie weigerten sich zu glauben, ja, die Amerikaner, dass die gepriesene Enzyklika von Antichrist Pius XI. Eine Bestätigung des Nazifaschismus war. Eine Anleitung, wie die Struktur des liberalen demokratischen Staates zu diskreditieren und zu zerstören und stattdessen autoritäre, hierarchische Regime zu errichten sind. Diese Enzyklika, Quadragesimo Anno, verkörperte jedoch das gesamte Ziel der katholischen Kirche für ein halbes Jahrhundert vor dem Aufstieg des Faschismus, nämlich die totale Rekonstruktion der damals bestehenden sozialen Ordnung auf katholisch-faschistischer Linie. Die Quadragesimo Anno gebe ich hier euch gerne mal ins Bild. Moment, habe ich vorbereitet. Da. Können wir sie hier angucken. Der eigentliche Titel dieser Enzyklika lautet Über die Wiederherstellung der sozialen Ordnung. Und ihr Plan ist tatsächlich das kirchliche Gegenstück zum faschistisch-militärischen Angriff auf Liberalismus und Demokratie. Tja. Ja, Jörg, was würden wir jetzt sagen im Englischen, ne? Back to the roots, oder? Das ist genau das, was wir im Englischen sagen würden. Ja, zurück zu den Wurzeln. Wir besinnen uns auf das, wo wir herkommen. Wir ziehen mal eben ganz stark die Handbremse und dann sorgen wir dafür, dass morgen, wenn alle aufgewacht sind durch den Schock der Bremse, dass sie auf einmal aufwachen zu einer Welt, so wie sie sie nicht haben wollen, aber wie wir sie haben wollen. Deswegen machen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt. Frei nach dem Motto von Pippi Langstrumpf. Ja. Benito Mussolini sagte, Faschismus sollte passender Korporatismus, also Feudalherrschaft, genannt werden, weil es die Fusion von gesellschaftlichem Einfluss und Staatsmacht ist. Und da gibt es auch eine andere Übersetzung für dieses Zitat, das mir jetzt eben entgeht. Faschismus sollte besser passender Korporatismus genannt werden, weil es die Fusion nicht von gesellschaftlichem Einfluss und Staatsmacht ist, sondern die Fusion von Wirtschaft und Staatsmacht ist. Und die Fusion von Wirtschaft und Staatsmacht. Na, da möchte ich euch doch mal irgendwas erzählen, wenn die in Deutschland da immer so meckern von wegen, die ganzen Rechtsextremen, die da wieder aufkommen und so, und wir sind ja gar nicht so in unserer Regierung.
Also ich kann mich erinnern, dass wir in Deutschland vor einigen Jahren einen SPD-Bundeskanzler hatten, der hieß Gerhard Schröder. Und wisst ihr, was der Gerhard Schröder gemacht hat, als er fertig war mit seinem Amt als Bundeskanzler? Der ist nach Russland gegangen und ist Vorsitzender oder Mitglied im Vorsitz geworden der russischen Gasfirma Gazprom. Ist das nicht eine Verschmelzung von Wirtschaft und Politik? Wie ist das in Baden-Württemberg mit dem Oettinger und anderen Politikern, die in hohen Positionen in Aufsichtsräten und Vorständen von Firmen sitzen? Wie ist das, wenn die Deutsche Bank der deutschen Politik diktiert, wie ihre Finanzpolitik auszusehen hat? Es gab da doch den Fall in der Zeit des ESM, ja, des Europäischen Stabilitätsmechanismus, den sich einige vor einigen Jahren ja vielleicht noch erinnern. Da gab es doch ein paar Papiere, die eindeutig von der Deutschen Bank geschrieben wurden und die so von der Bundesregierung übernommen wurden in der Veröffentlichung. Das war einfach nur Copy-Paste, ja, kopieren und kleben. Von dem Ja, einen eine. Papier in das andere. Da war keine eigenständige deutsche Politik, das war vorgegeben von der Wirtschaft, in dem Fall von der Deutschen Bank. Bitte, Viktor. Ja, nee, ich wollte nur ergänzen, ja, eine einwandfreie Verschmelzung. Genau das ist es, eine einwandfreie Verschmelzung. Und wenn wir das sehen, was wir da in der Vergangenheit hatten, unter anderem mit dem Schröder, was ich alles gerade eben gesehen hatte, was ist das anders, als dass wir im versteckten Faschismus leben, heutzutage noch? Man darf ja nicht vergessen, Faschismus ist das Regime, das den Konzepten der Kirche von Rom am nächsten kommt. Das sagen die Jesuiten bereits in ihrem eigenen Hausorgan aus der Civiltà Cattolica, das wir ja kennen. So, Faschismus sagt, Mussolini sollte besser oder passender Korporatismus, also Feudalherrschaft genannt werden, weil es die Fusion von gesellschaftlichem Einfluss und Staatsmacht ist. Also anstatt gesellschaftlicher Funktion, gesellschaftlichen Einfluss nehmen wir hier eben jetzt mal Wirtschaftsgewalt. Ja? Ja, Wenn also. Wirtschaft und Staatsmacht zusammenspielen und dann noch die Kirche da oben drüber ist, dann sitzen wir genau da, wo wir früher auch waren. Dann haben wir nämlich keine Mittelklasse mehr, sondern dann sitzen wir genau da, wo wir im Mittelalter damals auch waren. Ja? Der kleine Mann hat nämlich nichts zu sagen, von der Wirtschaft wird alles von oben diktiert und die Kirche ist da noch drüber und setzt dem Ganzen die Krone auf. Du wolltest noch was sagen, Viktor. Ja, nur ganz kurz für Bitte diejenigen, nimm deine Zeit, du. die. Nein, das ging jetzt nur um das Zitat an sich. Das kann sein, gut sein, dass dass man das so im Allgemeinen, ja, wo man das auch immer liest oder findet, dass es etwas anders, ja, wiedergeschrieben oder niedergeschrieben ist. Wir hatten da ja gestern nochmal, glaube ich, oder vorgestern nochmal kurz drüber gesprochen. Also, ne, das nicht, dass sich jetzt die Leute wundern. Ich habe es halt nur auch jetzt eins zu eins nochmal übersetzt, so. Na, ist ja okay, ich habe mit deiner Übersetzung keine Probleme. Ich will den Leuten nur deutlich machen, dass anstatt, dass man hier gesellschaftlicher Einfluss, dass man hier wirtschaftliche Macht gebrauchen muss, um es zu verstehen. Ich weiß nicht, wie du auf die Übersetzung hier von gesellschaftlichem Einfluss gekommen bist. Spielt auch keine Rolle. Man kann ja Nein, immer sagen, das schaut, war das ist im Grunde so gemeint. Wenn wir jetzt verstehen, dass da genau. müsste eigentlich wirtschaftliche Macht stehen, dann wird es den Menschen vielleicht ein wenig verständlicher, weißt du? Man Ja. kann nicht alles Wort für Wort übersetzen und wenn du hier und da mal sagst, ich finde das eine ideologischere Übersetzung, bitte kein Problem. Da kann man Nein, ja man muss drüber ja auch. sprechen, dafür sind Nein, wir ja nein, hier. das ist ja auch nicht, das ist ja geht jetzt letztendlich nur um den Sinn. Ich wollte nur andeuten, es kann gut sein, falls mal jemand so ein Zitat auch von Mussolini liest, dass es natürlich etwas anders jetzt klingt, also nicht jetzt eins zu eins im Wortlaut, aber sinngemäß natürlich dann auch wieder so Naja. wiedergegeben ist. Die meisten werden, wenn sie dieses Zitat von Mussolini lesen, das wahrscheinlich in Italienisch oder in Englisch lesen, weil meines Erachtens bist du so ungefähr der Einzige, der das bis jetzt ins Deutsche übersetzt hat. Weiß nicht, ob sich andere Menschen da noch die Arbeit von gemacht haben. Ja, oftmals ist es natürlich so, dass der Mussolini das, ich gehe mal davon aus, das Zitat natürlich in seiner Muttersprache, Italienisch, wiedergegeben hat und dass das dann ins Englische und dann vielleicht vom Englischen ins Deutsche oder wie auch immer, ne, das ist natürlich dann. Aber der Sinn ist natürlich klar, dass wir auch heute noch ganz klar sehen, auch diese Verschmelzung halt, ne, von Unternehmen und bestimmten Personen auch oft immer, ne. Also der Gerhard Schröder ist ja nun wirklich ein Paradebeispiel. Ich glaube, zur Zeit, wo er noch Ministerpräsident war, da hatte er ja auch schon so einen Deal mit seinem Kumpel, dem Maischberger von der AWD, und die haben da ja auch dann später die Riester-Rente oder was da erfunden und ja, ich glaube, ein ganz gutes Geschäft gemacht. Ja, wahrscheinlich. Da werden auch mal ein paar Prozente auf seine Konten gegangen sein, nehme ich mal so eben an, ne?
Also das ist im Grunde ein sehr weitgreifendes Thema und ich will da auch gar nicht zu weit drauf eingehen. Wir müssen nur eben mal verstehen, im Zusammenhang von dem, was wir gerade hier gelesen haben, der Titel dieser Enzyklika Quadragesima Anno lautet über die Wiederherstellung der sozialen Ordnung. Und was die römisch-katholische Kirche von einer Wiederherstellung der sozialen Ordnung versteht, ist leider etwas anderes, als was der normale Otto-Normalverbraucher auf der Straße darüber versteht, der von einer sozialen Ordnung so ungefähr denselben Eindruck hat wie von einer sozialen Marktwirtschaft. Ja, das ist auch ein Widerspruch an sich, ne? Soziale Marktwirtschaft gibt es nicht. Die Leute werden halt immer nur irgendwo, ja, wie soll man das jetzt genau sagen? Sie werden indoktriniert, bestimmte Ausdrücke zu glauben, und dann wird ihnen weisgemacht, so und so ist das. Und das ist deswegen sozial, weil, ja, weißt du, das ist zwar alles frei und drum und dran, aber wenn dir was passiert, dann hast du ja deine Arbeitslosenversicherung und du hast ja eine wunderbare Gesundheitsversicherung, also Krankenversicherung, ja, Gesundheitsversicherung, Entschuldigung, so darf man es ja niemals nennen. Das ist ja nur für Kranke. Ne? Es gibt ja auch nur Krankenhäuser, es gibt ja keine Gesundhäuser, komischerweise. Ne? Also da wird den Leuten dann ja halt suggeriert, dass immer der Staat für sie aufkommt und deswegen ist halt eine soziale Marktwirtschaft oder was auch immer. Und hier eben auch mit dieser Feudalherrschaft, da muss den Leuten das ja irgendwie schmackhaft gemacht werden. Und wenn man da halt spricht von, dass es eigentlich, Faschismus ist eigentlich die Fusion von Korporatismus, also Unternehmen mit dem Einfluss der Staatsmacht, da läuft es ja drauf hinaus, ja, dann werden einige Leute vielleicht mal hellhörig. Deswegen muss man vorsichtig sein. Es sind nicht allzu viele Leute, die solche Zitate kennen und schon noch weniger Leute, die diese Zitate verstehen. Aber das ist im Grunde damit natürlich auch beabsichtigt. Ich will da auch gar nicht weiter drüber eingehen. Das ist nur ein Punkt, dass wir sehen, dass hier die römisch-katholische Kirche mit solchen Papieren wie Quadragesimo Anno den Grundstein legt für solche Sachen wie den Faschismus. Oder den Nationalsozialismus, ne? Weil Faschismus war ja hauptsächlich in Italien, deswegen ja auch die Aussprache von Mussolini aus Italien selber. Gut. Die Amerikaner hörten nur Vater Coughlin, ne? Der aus der Jesuitengesellschaft kommt, nicht vergessen, ne? Den kennt ihr ja noch, ne? Die Amerikaner hörten Vater Coughlin dies 8 Jahre lang predigen. Aber sie zuckten nur mit den Schultern und nahmen es als selbstverständlich hin, dass seine Schimpfwörter die eines Spinners waren und nichts mit den wahren Zielen und Aktivitäten der katholischen Kirche zu tun hatten. Man sieht nun, dass dieser Plan des Vatikans, obwohl er getarnt war, um keine Ängste der Amerikaner zu schüren, von der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten ebenso energisch vorangetrieben wurde wie in europäischen Ländern. In der ersten Ausgabe von The Converted Catholic Magazine, also das konvertierte katholische Magazin, wurde die Aufmerksamkeit auf den Plan gelenkt, der unter der Schirmherrschaft der Nationalen Katholischen Wohlfahrtskonferenz veröffentlicht und von 131 katholischen Prälaten und bekannten Laien unterzeichnet wurde. Dieser Plan befürwortete eine Änderung der Verfassung der Vereinigten Staaten, um die Umsetzung der Empfehlungen von Antichrist Papst Pius dem 11. in das amerikanische Recht zu ermöglichen. So, dann gehen wir wieder in eine kleine Bemerkung von mir mit rein. Was heißt denn das, wenn dieser Plan eine Änderung der Verfassung der Vereinigten Staaten befürwortete? Da geht es darum, eben die Verfassung der Vereinigten Staaten zu verändern. Nun, dieses Papier lobte die NRA und nein, das ist nicht die National Rifle Association, also die amerikanische Waffengesellschaft. Nein, die NRA, da muss man ein wenig tiefer graben, ist die National Recovery Administration. Die wurde gegründet und da gibt es 4 verschiedene Links, die ich mal rausgesucht habe, die könnt ihr euch alle gerne selber angucken. Die stehen hier unten drunter, wie ihr seht, und das könnt ihr dann gerne selbst ein wenig recherchieren, was das genau ist. Diese National Recovery Administration war eine von US-Präsident Franklin D. Roosevelt als Teil des New Deal ins Leben gerufene Bürokratie zur Bekämpfung der Weltwirtschaftskrise. Der Roosevelt war selbst ein absoluter Nationalsozialist. Das ist vielen vielleicht gar nicht bekannt. Roosevelt hat damals am 9. März 1933 einen sogenannten Bank Holiday gebraucht,
um Gesetze durchzudrücken, von denen die Amerikaner heute noch Probleme haben, die meisten sie aber überhaupt nicht kennen. Ja? Seit der Zeit lebt Amerika übrigens auch unter einer besonderen Art von Kriegsrecht. Das solltet ihr gerne mal nachforschen. 9. März 1933, Bank Holiday, USA. Vor allen Dingen Eric John Phelps in seinem Buch Vatican Assassins Wounded in the House of My Friend hat da eine ganze Menge drüber gesprochen. Und diese National Recovery Administration war eine von diesen nationalsozialistischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt als Teil des New Deal ins Leben gerufene Bürokratie zur Bekämpfung der Weltwirtschaftskrise. Welcher New Deal? Ja, wir hatten 1929 diesen Bankensturz, diese Weltwirtschaftskrise, die Amerika natürlich auch mit voller Wucht erwischt hat. Also musste ein New Deal, ein neuer, ein neues Geschäft gegründet werden. Man konnte nicht so weitermachen oder man wollte nicht so weitermachen wie zuvor. Das wurde zumindest der Bevölkerung suggeriert durch diesen New Deal von Roosevelt. Die National Recovery Administration, also die nationale Wiederherstellungsadministration, das heißt das im Grunde übersetzt ins Deutsche, sollte Elemente wirtschaftlicher Zentralplanung, das ist Kommunismus, meine Lieben, wenn ihr es nicht versteht, in die liberale Marktordnung einführen. Roosevelt wollte damit den Kurs strikter Haushaltskonsolidierung unter Herbert Hoover korrigieren, der nach Ansicht Roosevelts die Massenarbeitslosigkeit verschärft hatte. Die NRA wurde durch den National Industrial Recovery Act, NIRA, geschaffen. Nach ihrer Grundkonzeption sollten einerseits die Zulässigkeit von Kartellen und Monopolen dem Unternehmenssektor einen fairen und nicht einen destruktiven Wettbewerb garantieren. Andererseits sollten Mindestlöhne, das Verbot der Kinderarbeit und ähnliche Maßnahmen die Lage der Beschäftigten und der Arbeitslosen verbessern. Dementsprechend war das Gesetz in zwei Hauptstücke gegliedert. Das auf 2 Jahre befristete Gesetz wäre im Juni 35 ausgelaufen, wurde aber noch Ende Mai 35 vom Obersten Gerichtshof der USA durch einstimmige Entscheidung für verfassungswidrig erklärt. Damals hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika, das US Supreme Court, wie man es nennt, auch noch eine protestantische Mehrheit und hat daher wahrscheinlich noch sehr gefühlig darauf reagiert, von wegen die Verfassung zu ändern. Interessant ist auch noch, dass wir hierbei lesen, dass hier Maßnahmen die Lage der Beschäftigten und der Arbeitslosen verbessern sollten, ja, durch Mindestlöhne. Ist das nicht ein Thema, was heutzutage in Deutschland den Leuten doch wohl ein wenig die Galle hochkommen lässt, wenn man über Mindestlöhne diskutiert? Und dann zwar im Bereich von, ich weiß, ich will jetzt nicht übertreiben, aber irgendwo zwischen 6,50 Euro und 9,50 Euro Bruttoverdienst pro Stunde, für das die Menschen sich abackern sollen und auch noch Steuern zahlen sollen, das sind reine Sklavenlöhne. Ja? Und das ist nicht neu. Das gab es hier schon in den Vereinigten Staaten in den 30er Jahren, meine Lieben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, genau wie die Bibel uns das erzählt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch diese ganze Geschichte mit Mindestlöhnen, das kannten wir damals schon, vor 80 Jahren oder über 80 Jahren. Wie gesagt, es gibt 4 Links damit bei, die ihr euch angucken könnt. 2 von Wikipedia und 2 andere, Social Welfare und Enzyklopädie von eh.net. Könnt ihr euch informieren über dieses Papier, wenn ihr eure eigene Nachforschung darüber anstellen wollt. Aber das werdet ihr wohl in Englisch machen müssen. Weil in Deutsch gibt es dann nur diese Wikipedia-Link, der in Deutsch da etwas drüber schreibt, sonst habe ich in Deutsch nichts gefunden. Ja? Also, wir sprechen immer noch über das Papier Quadragesimo Anno und die Auswirkungen davon. Nämlich, dass die Umsetzung davon in das amerikanische Recht Umsetzung in das amerikanische Recht ermöglichen sollte. Also eine Verfassungsänderung. Ja? Es lobte die NRA, ja, die nun nach faschistischen Richtlinien gegründet wurde und die einstimmig vom Obersten Gerichtshof der USA als zerstörerisch für die amerikanische Demokratie abgeschafft wurde. Wie gesagt, der Oberste Gerichtshof, das war damals in einer Zeit, als die Mehrheit dieses Gerichts noch protestantisch war, nicht katholisch, wie seit 2016. Heutzutage, und ich lasse dich sofort ans Wort, Viktor, heutzutage besteht das Supreme Court von den Vereinigten Staaten von Amerika, das sind immer 9 Richter, und von diesen 9 Richtern sind mindestens 6 Katholiken,
wovon drei Mitglied sind im Opus Dei, Geheimorden. Das ist eine extreme Sekte innerhalb der Jesuiten, Opus Dei. Und mindestens zwei oder sogar drei sind jüdischer Abstammung, also Katholiken und Juden. Es gibt keinen einzigen Protestanten, abgesehen davon, dass die Protestanten unterwandert sind, da will ich jetzt gar nicht mehr drüber sprechen, aber es gibt keinen einzigen Protestanten mehr in dem US Supreme Court. Für ein Land, das sich protestantisch nennt, ist das doch ein Umstand, über den vielleicht man auch mal eben nachdenken sollte. Bitte, Victor, ich wollte dich nicht abschneiden, aber sag mal, was du gerne sagen wolltest. Ja, nee, danke. Ich wollte nur kurz noch dazu sagen, der Hintergrund ist ja der auch, damals die Amerikaner oder die USA hatten ja kein Konkordat. Und das wäre damals wahrscheinlich auch noch ein Unding gewesen. Und deswegen hat man natürlich sowas, ich sag mal, diese NRA ist ja wahrscheinlich nichts anderes, wahrscheinlich als wie heute, wie nennen wir die, Nichtregierungsorganisation. NGO, ja. Ja, also da schafft man quasi so ein Vehikel oder ja, ne, kreiert das und die üben dann in gewissermaßen dann so eine Art Einfluss aus. Genau. Und Lobby, wie Lobbyarbeit durch, quasi. Durch die Hintertür reinkommen. Durch die Hintertür, ne? Also man, ja, wie du sagtest, durch die Hintertür, genau. Ja, so haben sie das versucht. So haben sie versucht, Einfluss auf die Verfassung der Vereinigten Staaten zu nehmen, von denen der Papst sagt, dass es ein teuflisches Papier ist. Lest mal den Syllabus der Fehler von Papst Pius dem 9. 1864. Da schreibt er darüber. Und wie hat George W. Bush die Verfassung genannt? A GD piece of paper. Und was er mit GD meint, ist ja wohl, glaube ich, jedem, der ein bisschen Englisch versteht, deutlich. Ne? Das hat der Präsident, der zwischen 2000 und 2008 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war, über die Verfassung gesagt, auf die er seinen Diensteid geschworen hat, meine Lieben. A GD piece of paper. Wie würden wir darüber denken, wenn wir hören würden, dass die Merkel wahrscheinlich auch insgeheim sagt, das deutsche Grundgesetz, das ist ein gottverdammtes Papier, da interessiert mich feuchten Kehricht, welche Dinge da drin stehen. Ich mach meine Politik. Tja, ich habe doch mal ein Interview gesehen mit der Merkel, da wurde sie gefragt, ich glaube, das war von Günther Jauch, könnt ihr euch auf YouTube ja mal raussuchen. Da wurde sie gefragt, wenn jetzt eine Umfrage ergibt unter den Deutschen, dass ihre Politik bitte anders ausfallen soll, weil das viel zu europäisch ist und wenig national, da hat die doch glatt drauf geantwortet, das ist mir doch scheißegal, was das Volk sagt, ich mache meine Politik und damit basta. Könnt ihr euch ja gern mal anschauen. Aber lesen wir mal eben weiter hier. Warte mal, habe ich noch ein anderes Bild, was ich hier reinlegen kann? Ach, lass uns den Papst doch mal mitnehmen. Ich finde das so ein schönes Bild hier von dem Antichristen mit seiner Tiara. Dieser Plan wurde so vorsichtig in den Vereinigten Staaten vorangetrieben, dass erst 1940 die Spitze der römisch-katholischen Hierarchie ihre Verkündigung über die Kirche und die soziale Ordnung veröffentlichte. Auf Zehenspitzen haben sie das gemacht. Ruhig die Hintertür, ganz vorsichtig und leise. So konnte man gewiss in der Presse die Schlagzeile lesen, Zitat, die katholische Hierarchie befürwortet den Ständestaat für die USA. Ende Zitat. Was heißt denn das für die Amerikaner, die doch so ihre Freiheit lieben, die doch so meinen, mit ihrer Demokratie und ihrer Republik so frei zu sein von dem Joch des römischen Papstes? Wo vor einigen hundert Jahren die ganzen Leute ja aus Europa geflohen sind in die Vereinigten Staaten von Amerika, als es noch die Kolonien waren, um der Verfolgung der römisch-katholischen Kirche auf diesem, unserem Kontinent, wo wir leben, zu entgehen. Die Amerikaner kennen ihre verdammte eigene Geschichte nicht mehr. Genauso schlimm, wie wir unsere Geschichte nicht mehr kennen. Und genau deswegen machen wir diese Videos hier. Seltsamerweise, sagt der Autor, gab es damals keinen öffentlichen Aufschrei. Gibt's doch heute auch nicht, ja? Und selbst jetzt, wenn patriotische Amerikaner bei jedem Anzeichen eines politischen und wirtschaftlichen Umschwungs versuchen, die Drahtzieher der Misere zu durchleuchten, steht das größte trojanische Pferd aller Zeiten noch immer noch unbehelligt unter den Scheinwerfern da. In den Zeitungsredaktionen gilt dieses trojanische Pferd der Jesuitenagenda immer noch als die gefürchtete und unberührbare heilige Kuh. Durch das Missverständnis, dass das feudal gegliederte System eine rein wirtschaftliche Angelegenheit ist,
hat die amerikanische Presse und Öffentlichkeit das wahre Ziel hinter dem Eintreten des Katholizismus ausgeblendet. Korporatismus ist in der Tat der wirtschaftliche Bestandteil des Faschismus. Aber es ist auch das tragende Element des Faschismus, da die Korporativen, also die Wirtschaftsmächte oder Feudalherren, ein Parlament oder einen Kongress überflüssig machen. Gerade weil der oberste Gerichtshof urteilte, dass der Kongress der Vereinigten Staaten durch die National Recovery Association seine Befugnisse abgedankt und damit den Weg für den Faschismus geebnet habe, habe er energisch gegen ihn gestimmt. Die gesamte Ideologie des Faschismus und Nationalsozialismus in sozialen, wirtschaftlichen, bildungsbezogenen, religiösen und in militärischen Angelegenheiten ist im feudal gegliederten System enthalten, und zwar alles konzentriert bei den Herren, die von oben herab bestimmen, was unten zu geschehen hat. Korporatismus oder Feudalherrschaft ist Faschismus. Was bedeutet das denn bitte schön in unseren Tagen? Des sogenannten Globalismus, in dem wir leben im 21. Jahrhundert. Dieser Globalismus, der den Mittelstand begründet durch die Reformation abschafft. Und hier noch einmal das Zitat, wie ich es übersetzt habe, verbessert gegenüber dem, was der Viktor vorher gemacht hat von Mussolini. Der Faschismus sollte treffender Korporatismus genannt werden, weil es der Zusammenschluss von Unternehmen und Staatsmacht ist. So hatte ich das hier übersetzt. Was bedeutet das in unseren Tagen des sogenannten Globalismus? Sag mal, versteht ihr eigentlich, was dieser Globalismus ist? Verstehst du, was dieser Globalismus ist, lieber Bruder Viktor? Ja, das ist quasi die Ausdehnung der, ja, des Heiligen Römischen Reiches auf die ganze Welt, ne? Ja, ich hätte das jetzt ein wenig anders formuliert. Worauf ich hinaus will, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, das genau so zu sehen, wie ich das jetzt meine. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe früher im anderen Leben mal, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich Wirtschaft gelernt. Ich bin Einzelhandelskaufmann ausgebildet gewesen in Hamburg, also 3 Jahre Lehre. Und ich habe immer mein ganzes Leben im Verkauf gestanden. Ich habe hier in Belgien Marketing studiert für 2 Jahre. Ich habe ein Fachabitur in Wirtschaftslehre gemacht auf dem Aachener Gymnasium damals, an der Außenstelle hier in Belgien, auf der Abendschule. Also ich habe immer viel Wirtschaft gelernt. Und ein Ding kann ich mir noch ganz verdammt gut erinnern, was sie uns in der Wirtschaftsschule immer gelehrt haben. Und das ist, dass sie gesagt haben, Monopole sind niemals gut für den Verbraucher und niemals gut für die Gesamtwirtschaft. Weil Monopole, dann wird die Qualität und der Preis und das Angebot des Produkts von oben diktiert. Nun gibt es Monopole sowohl im Kommunismus als auch im Faschismus. Wir dürfen ja nie vergessen, Kommunismus ist eine Art des fortgeschrittenen Sozialismus. Und das deutsche Dritte Reich zwischen 1933 und 1945 wurde regiert von einer Partei, die sich nationalsozialistisch nennt. Das Wort sozialistisch kommt in beiden vor, ja, im Kommunismus wie im Faschismus oder im Narzissmus, wie man es ja allgemein betitelt, Nationalsozialismus. Das Wort sozial kommt da immer drin vor. Also im Grunde ist das ein und dieselbe Sache, nur ein bisschen verschieden erklärt. Und im Grunde läuft das auf das eine und andere genauso hinaus. Wenn Sie damals im Osten, jetzt zum Beispiel in der DDR zu der Zeit, Ihre Kolchosen hatten, und diese Kolchosen waren die einzigen Produzenten und Anbieter eines bestimmten Produkts, was ist da der Unterschied, ob jetzt zum Beispiel Bayer Monsanto aufkauft und damit Bayer weltweit der größte Anbieter von genetisch manipulierten Organismen auf einmal ist? Und zwar ein Anbieter, der so groß ist, dass er komplett außerhalb irgendwelcher Konkurrenz steht. Wo ist der Unterschied? Weißt du, Jörg, man kann das, glaube ich, manchmal mit so einem Monopoly-Spiel vergleichen, dass dann manche Mitspieler zwischendurch dann auch die Regeln ändern. Verstehst du? Die haben dann so, die lassen dann einfach die Regeln ändern, weißt du? Und die anderen Mitspieler gucken dann in die Röhre.
Wer das Geld hat, bestimmt die Regeln, oder nicht? Das war Ja, doch schon immer so. wir hatten es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ne? Durch Lobbyarbeit, durch Nichtregierungsorganisationen in Form von, weiß ich nicht, Stiftungen, Vereinen, die dann sozusagen, was du auch meintest, einfach dann Sachen durchwinken, ne? So nach dem Motto, mach doch mal hier für uns ein Gesetz und ich faxe das dann nachher durch. Braucht ihr dann nur noch abwinken, sozusagen, ne? Ja, so funktioniert es vor allen Dingen in der Europäischen Union, hier in Brüssel und Straßburg. Und so kann man sich natürlich dann auch Monopole zusammenstrecken, ne? Oder Duopole, Monopole, ja. Naja, worauf ich hinaus wollte, ist das folgende, Viktor, bleib da mal eben bei mir. Der Globalismus, wie er uns vor einigen Jahren doch eigentlich als gute Sache verkauft wurde, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ich habe niemals jemanden stinken hören gegen Globalismus. Nein, auf gar keinen Fall. Globalismus bedeutet doch nur, dass die größten Firmen noch größer werden, durch alle kleinen Firmen aufzukaufen und aufzuschlürfen, aufzusaugen und aus dem Markt zu drängen. Man sieht das zum Beispiel, man sieht das im Grunde überall. Man muss sich doch nur mal heutzutage die Autoindustrie angucken. Die verschiedenen Autohersteller sind so miteinander verwoben, dass es im Grunde nur noch fünf oder sechs wirklich große Hersteller auf dieser Welt gibt. Mercedes arbeitet mit Renault zusammen, Volkswagen hat Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda und ich weiß nicht, was noch allemal untereinander. Toyota hat Suzuki und Lexus und all diese ganzen verschiedenen Marken untereinander. Hyundai als Koreaner hat Hyundai zum Beispiel und Kia. Ich fahre selbst ein Kia, deswegen weiß ich das. Hyundai-Kia ist dasselbe Verhältnis wie Volkswagen-Seat. Also im Endeffekt haben wir noch nur mit sehr wenigen Herstellern zu tun, weil hinter der Bühne, ja, hinter dem Vorhang, und wir wollen ja mit dieser Lesung den Drahtziehern auf die Schliche kommen und hinter den Vorhang gucken, hinter dem Vorhang sind viele Firmen miteinander auf eine derartige Art und Weise miteinander verschmolzen, dass es im Grunde nur noch ein paar kleine, wenige Anbieter gibt. Und je kleiner das Angebot der Produzenten ist, desto größer natürlich die Gefahr der Formung von Monopolen und von marktbeherrschenden Situationen. Und wenn eine Firma diktiert, was noch angeboten werden kann, dann ist meine zwischen Anführungszeichen freie Marktwirtschaft, an die ich ja die ganzen Jahre als guter Kapitalist geglaubt habe, auf einmal auf eine Art und Weise unterwandert, dass das nur noch ein Märchen ist, von dem ich meinen Enkelkindern vielleicht mal erzählen kann. Damals hatten wir etwas, da dachten wir, das wäre gut. Und das, wo ihr heute mit groß werdet, das ist leider die Wahrheit, weil wir die Entwicklung verschlafen haben und weil wir überhaupt nicht verstanden haben, wie sich unsere Wirtschaftsbosse mit den Politikerbossen ins Bett gelegt haben und Unzucht betrieben haben, genauso wie es in der Bibel beschrieben steht. Offenbarung Kapitel 18. Ich meine, ich kann das ja mal eben aufschlagen. Ich habe es jetzt nicht im Online, habe ich das jetzt nicht, aber ich kann es ja mal eben hier in meiner Schlachterbibel aufschlagen, die ich hier in der Hand halte. Offenbarung 18, Vers 23, wo wir lesen: Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Deine Kaufleute waren die Großen der Erde, meine Lieben. Die Malteserritter, die mehr oder weniger die Weltwirtschaft beherrschen durch ihre Konglomerate, durch ihren Globalismus heutzutage, diese Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei, und das Wort Zauberei hier in der Bibel ist im griechischen Original das Wort Pharmakeia. Dadurch wurden alle Völker verführt. Alles, was wir hier als Tirade mehr oder weniger abziehen, wo einige Leute sagen, von du bleib mal ein bisschen auf dem Teppich, ist alles bereits geschrieben in der Bibel. Man muss es nur erkennen. Und wenn unsere Wirtschaftsführer mit den politischen Führern zusammen Geschäfte machen und diese politischen Führer mit der Hure von Babylon im Bett liegen, wie in Offenbarung 17 deutlich geschrieben steht, Vers 2, ja? Ich will dir die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Welt, also die Präsidenten, die Könige, die Bundeskanzler, die Ministerpräsidenten, Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die
welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Wir werden trunken von der Unzucht, die die Leute untereinander mit der Hure in Babylon betreiben. Trunken in dem Sinne, dass wir falsche Lehre eingetrichtert bekommen. Falsche Lehre in Schulen durch falschen Geschichtsunterricht, falsche Lehre in Kirchen durch ein falsches Evangelium gelehrt zu bekommen und nicht das Evangelium, das Paulus und Petrus und die anderen Apostel damals gelehrt haben und das, was in der Bibel steht und was das einzige wahre Wort Gottes ist, sondern das, was der Antichrist will, was wir lernen sollen. Diese Lesung, die wir hier machen, hinter den Diktatoren, geht unglaublich zurück auf die Bibel mit all diesen verschiedenen Versen. Und das finde ich das Wunderbare daran. Und das ist, was mich so anspornt, diese Lesung überhaupt zu machen. Weil sonst wäre es ja nur irgendein, zwischen Anführungszeichen, weiteres Buch. Aber wie wir hier sehen, wie die Dinge, die in der Bibel bereits vor Jahrhunderten geschrieben wurden, oder man kann ja schon fast sagen, vor Jahrtausenden geschrieben wurden, sich vor unseren Augen erfüllen, das ist doch wunderbar. Man muss nur Augen haben, um es zu sehen und Ohren haben, um es zu hören. Man muss es erkennen. Man muss es gelehrt bekommen. Und wenn ihr es nirgendwo anders gelehrt bekommt, dann kommt zu YouTube-Kanälen wie meinem und hört es euch an. Und macht eure eigenen Untersuchungen und stellt fest, ob ich recht habe oder nicht. Weil es geht nicht um mich. Es geht um die Botschaft der Bibel. Die wollen wir hier verbreiten. Und wir dürfen uns nicht zu sehr konzentrieren auf dieses Antichristensystem, in dem wir gezwungen sind zu leben, mit dem wir gezwungen sind klarzukommen, sondern wir müssen dafür sehen, dass wir unsere Schätze da anlegen, wo unser Herz auch ist. Ja? Matthäus Kapitel 6, ich hol's mal eben raus. Sekunde, gestattet mir das eben. Matthäus Kapitel 6, in dem wir lesen, in den Versen, wo war das wieder? Ich habe es gestern noch gebraucht. 19, glaube ich, ne? Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Spirituelle Arbeit, das ist wichtig, nicht Arbeit hier im Antichristensystem. Okay, jeder muss sie machen, um seine Rechnungen zu bezahlen, um seine Steuern zu bezahlen. Macht es, so ungerecht das auch erscheinen mag, macht es, rebelliert da nicht gegen. Sorgt dafür, dass ihr damit in Ordnung seid, aber sorgt dafür, dass auf der anderen Seite spirituelle Arbeit macht, die Früchte trägt, die ihr später im ewigen Leben zusammen mit Jesus Christus ernten könnt. Diese Früchte muss man sich heute hier bereits erbauen. Rebellion gegen die bestehenden Systeme holt überhaupt nichts raus, hat überhaupt keinen Vorteil. Denn, und so lesen wir es doch in den Ephesern, ja, muss ich auch mal eben aufmachen, Epheser Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich hoffe, das war ein wenig ein interessanter Ausflug für euch, so zum Ende dieser Lesung hin, weil wir sind schon bei 52 Minuten, aber ich werde noch eben ein Stückchen weiterlesen. Es sei denn, dass Bruder Viktor jetzt eben vielleicht noch eine Bemerkung hat, die er gerne loswerden möchte nach meiner Tirade hier. Ja, das war aber eine schöne Tirade von dir, Bruder. Es ist ja immer noch der Unterschied, ob man die Wahrheit kennt, ne? Das weißt du ja auch, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, oder ob man die Wahrheit auch lebt, ne? Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Ja, dann kannst du gerne fortfahren. Okay. Korporatismus ist Faschismus. Faschismus sollte treffender Korporatismus genannt werden, weil es der Zusammenschluss von Unternehmen und Staatsmacht ist. Übrigens ja in einer Fußnote, wo ich nochmal kurz darauf eingehen wollte. Am Anfang der Seite hatten wir ja gelesen,
Dieses Papier lobte die NRA, die nun nach faschistischen Richtlinien gegründet wurde. Und da lesen wir in einer Fußnote, dass das ein Brief ist aus dem World Telegram von John T. Flynn vom 12. Juli 1940, wo er behauptet, dass Präsident Roosevelt durch die NRA unwissentlich versucht hat, dieses Merkmal des Faschismus in unser Land, also Amerika, einzuführen. Nein, nicht unwissentlich. Das Wort können wir daraus streichen. Die römisch-katholischen Bischöfe haben jedoch, obwohl sie vorsichtig waren, ebenso klar Position zugunsten der nazifaschistischen Ideologie bezogen wie die katholischen Hierarchien Italiens, Spaniens und Deutschlands. Also wir sprechen hier über Amerika, ja? Nicht vergessen, ne? Die römisch-katholischen Bischöfe, man sollte vielleicht eher sagen die amerikanisch-katholischen Bischöfe, weil wir haben ja gelernt, dass die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten von Amerika keine römisch-katholische ist, sondern eine amerikanisch-katholische, nach dem Vorbild der gallikanischen Kirche aus Frankreich durch die Jahrhunderte hin, weil sie nicht den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes akzeptieren, zumindest nicht offiziell. Ja, also, die amerikanisch-katholischen Bischöfe haben jedoch, obwohl sie vorsichtig waren, ebenso klar Position zugunsten der nazifaschistischen Ideologie bezogen wie die katholischen Hierarchien Italiens, Spaniens und Deutschlands. Die Priester, die römische katholische Hierarchie in Italien, in Spanien, in Deutschland, die haben alle am lautesten Heil Hitler gesungen, gesprochen, geschrien, gerufen, geschworen, weil der römische Katholizismus an der Basis des Nationalsozialismus liegt. Wie Hitler und Coughlin gehen sie von einem Standpunkt des positiven Christentums aus, also positiver Katholizismus, und fordern, Zitat, ein umfassendes Programm zur Wiederherstellung von Christus zu seinem wahren und richtigen Platz in der menschlichen Gesellschaft. Was ist denn der wahre und richtige Platz von Jesus Christus in dieser menschlichen, gefallenen Gesellschaft? Zu, Zitat, einer Reform der Moral und eine tiefe Erneuerung des christlichen Geistes, der sozialen Rekonstruktion vorausgehen muss. Die soziale Rekonstruktion, daran arbeitet unser aktueller Papst Franziskus sehr hart. Da hat er unter anderem mindestens 6-mal das Wort vom Gemeinwohl gebraucht, als er 2015 in einer Rede vor dem amerikanischen Kongress und Senat gesprochen hat. Das ist die Lehre von Thomas von Aquin, der all seine Lehre basiert auf Basis der griechischen Philosophen Aristoteles, Sokrates und Plato. Ja? Diese soziale Rekonstruktion, da müsst ihr mal solche Papiere lesen wie, wie heißt das jetzt wieder, dieses päpstliche Enzyklikal, oh, jetzt komme ich da nicht drauf. Schade, 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 dass mir das eben entfällt. Kann ich vielleicht gleich noch drauf kommen. Ist von Papst Ratzinger da, wie heißt der, Benedikt den 16. Caritas in Veritate. Dankeschön, Dankeschön. Caritas in Veritate. Schauen wir mal eben hier. Wer kennt das Papier nicht? Ja, die meisten wahrscheinlich. Wer sollte es kennen? Ja, mehr oder weniger alle, muss ich euch mal ganz ehrlich sagen. Also, Caritas in Veritate, was so viel heißt wie Wohltätigkeit in Wahrheit. Ja? Hier haben wir das Bild. Caritas in Veritate von Papst Benedikt dem 16. Ja? Die Weltprobleme konfrontieren mit der Kraft des Evangeliums. Aber mit dem Evangelium des Antichristen und nicht mit dem Evangelium von Jesus Christus. Ja? Hier geht es um eine Umverteilung. Hier geht es um eine soziale Rekonstruktion der Welt. Hier geht es darum, dass den protestantischen Ländern das Geld genommen wird und dass das den katholischen Ländern gegeben wird, weil das sind arme Länder. Weil da gibt es den feudalen Ständestaat, über den wir hier in Hinter den Diktaturen, dachte ich im Augenblick, doch lesen. Guckt euch doch mal so Länder an, wie Brasilien, Argentinien, Spanien, Italien. Die sind im Vergleich zu anderen Ländern bettelarm.
Warum? Weil sie katholisch sind. Und die Länder, die reich sind, und ich weiß, ihr müsst es mir nicht sagen, die Vereinigten Staaten haben auch Schulden bis über die Ohren. Ich weiß es. Aber die Vereinigten Staaten von Amerika haben einen Reichtum erwirtschaftet in den abgelaufenen 250 Jahren, lass uns mal sagen, bis vielleicht vor 100 Jahren, als die Federal Reserve gegründet war. Da hatten die Amerikaner wirklichen Reichtum. Ein Reichtum, den auch Deutschland hatte, zu der Zeit noch. Bis Deutschland der Rücken gebrochen wurde mit den Schuldzahlungen des Versailler Vertrages 1919, nach Ende des Ersten Weltkriegs. Aber die Amerikaner waren reich. Es war ein reiches Volk. Es war ein reiches Land. Weil es protestantisch war. Weil es protestantische Prinzipien hatte. Und dann fing das Land, das in Offenbarung 13 beschrieben ist, das erst sprach wie ein Lamm, dann fing es an zu sprechen wie ein Drache. Dann kam die von Rothschilds und damit im Endeffekt vom Vatikan kontrollierte zentrale Bank in den Vereinigten Staaten ins Geschäft, nachdem sie bereits verschiedene Male davor gescheitert war. Da könnt ihr euch mal drüber informieren, über die verschiedenen Versuche, bereits eine Zentralbank in den Vereinigten Staaten von Amerika zu gründen im 19. Jahrhundert. Unter anderem John Adams, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, auf dem sein Grabstein steht, geschrieben: I killed the bank. Ich tötete die Bank. Nämlich die Zentralbank, die sie damals in Amerika errichten wollten. Es gab schon die verschiedene nationale Banken in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die First und Second und so weiter. Aber die hatten immer nur zeitlich begrenzte Verträge. Der längste ging, glaube ich, über 20 Jahre. Und das haben sie sich stark bedauert, dass sie sowas gemacht hatten. Und einer der Präsidenten, der dagegen angegangen ist, das war unter anderem Abraham Lincoln. Ja, den hat man ja auch weggeschafft. Genau wie John F. Kennedy. Der wollte doch auch das Federal Reserve System stürzen, unter anderem. Den hat man dann eben auch zur Seite geschafft. Seht ihr langsam, wie diese Dinge alle zusammenhängen? Seht ihr langsam, wie diese ganze Wirtschaft mit der Politik zusammen mit der Kirche unter ein und derselben Decke steckt, nur um sich dafür zu verschwören gegen die normalen Menschen und diesen normalen Menschen ihre Erlösung dadurch stehlen, dass ihre Kirchen von Jesuiten infiltriert sind und das wahre Evangelium von Jesu Christi in keiner Kirche mehr gelehrt wird und damit werden die Menschen kontrolliert, ausgebeutet und ihnen wird jede Hoffnung auf ein seliges und glückliches Leben in Ewigkeit mit ihrem wahren Herrn Jesus Christus genommen. Und das, finde ich, sind ganz gute Worte, um die Sendung heute abzuschließen. Aber Viktor möchte ich natürlich eben noch das letzte Wort erteilen. Vielen Dank. Hab mich sehr gefreut heute wieder. Waren jedenfalls für mich auch noch mal so ein, zwei Dinge dabei. In dem Zusammenhang, ja, es macht vielleicht für den einen oder anderen noch mal immer in der Wiederholung sein, aber besser die Wahrheit wiederholen, als sich die Lügentiraden ständig anzuhören. Naja, die Lüge wird so oft wiederholt, dass man die Wahrheit ja nicht oft genug wiederholen kann, ne? Ja, eben. Beziehungsweise man versucht ja auch die Wahrheit immer mit Lügen zu behaften. Und du hast ja auch mal in Englischen, fand ich, so einen passenden Ausdruck gehabt, ne? Man muss dann halt, wenn ihr euch dann auch an, sage ich mal, fremde Quellen ranwagt und eure eigenen Recherchen macht, dann quasi das Fleisch vom Knochen abnagen und ne, den Knochen dann wieder ausspucken. Da hast du so einen passenden Ausdruck gehabt. Ja, eat the meat and spit out the bones. Ja, genau. Ist das Fleisch und spuck die Knochen aus. Oder lerne das, was gut ist und speie das Schlechte wieder aus. Ja. Ja, und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, beziehungsweise du deiner Berufung nachgekommen bist, um uns wieder mal in dieser ja wirklichen wieder schönen Stunde der Wahrheit und aufschlussreichen Stunde der Wahrheit und ja die Augen zu öffnen mit auch treffenden, fand ich, wieder passenden Bibelzitaten. Und an der Stelle freue ich mich dann auf die nächste Lesung mit dir, wünsche alles Gute und sag tschüss. Ja, danke Viktor, auch danke für deinen Beitrag während dieser Lesung und man weiß ja nie, wohin einen das führt. Manchmal lese ich das vorher, manchmal nicht.
Das habe ich jetzt vorher nicht gelesen und ich habe mir auch nicht irgendwie besonders Mühe genommen, mich darauf vorzubereiten. Ich lasse mich während dieser Lesung vom Heiligen Geist leiten und der wird mir schon sagen, was ich zu sagen habe. Und ich war heute gar nicht unzufrieden mit dem, was er mir so alles eingegeben hat. Und ich hoffe, dass es euch auch zu einer besseren Erkenntnis des Themas geholfen hat, dass ihr einige Dinge besser verstanden habt als bisher. Dazu sollte diese Stunde der Wahrheit und diese Stunde der Geschichte ja im Grunde, die wir hier betreiben, auch dienen, dass ich euch mit dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, eine Sichtweise sowohl aus amerikanischer Sicht als vor allen Dingen natürlich auch aus deutscher Sicht über die Geschichte erteilen kann, die uns so in diesem System aufgrund der Medici-Lernmethode, die von den Jesuiten überall weltweit zugepasst wird, die wir da so nicht mehr lernen können. Deswegen sind wir eben das, was Tapper Saucy damals in seinem Buch Herrscher des Bösen bereits schrieb, darauf angewiesen, dass er sagte, dass es in der Zukunft vielleicht nur noch Amateure sind, die sich mit dem Geschichtsstudium beschäftigen, um aus dem Verständnis der Vergangenheit die Gegenwart zu verstehen und Rückschlüsse ziehen zu können für die Zukunft. Das ist eine Vorbereitung, die man haben sollte. Es geht, meine lieben Brüder und Schwestern, um eine geistige Vorbereitung. Es geht nicht darum, dass wir Munition horten, wie die Amerikaner das tun. Dass wir, Konserven horten und Wasser und was weiß ich, alles für den Notstand. Das ist alles nur fürs leibliche Wohl. Wir müssen dafür sorgen, dass wir uns einen Vorrat anlegen an geistigen Früchten, an geistiger Nahrung zulegen. Wie sagt es Jesus Christus doch so treffend? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das ausgeht, aus dem Mund Gottes. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.